Es hat eigentlich durch meinen Vater angefangen. Ich bin früher, als ich noch so ein kleiner Stöpsel war, bin ich immer bei meinem Vater mitgefahren und wir sind dann hochgefahren Richtung Pizzeria Michele. Ja, da war ich noch so klein, da konnte ich gar nicht hinten auf dem Motorrad drauf sitzen. Da saß ich quasi zwischen Tank und meinem Vater und habe mich halt am Tankdeckel festgehalten. Und es hat mich irgendwann so angefixt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich will auch einen 125er-Schein machen. Habe dann mit 16 mein erstes Motorrad gekriegt. Das war eine 125er Duke. Ich fahre aktuell eine Yamaha, eine MT-07. Ja, die habe ich mir auch nach langem Überlegen gekauft. Ich habe natürlich auch, als ich dann gemerkt habe, okay, die 125er-Zeit, die endet jetzt bald, natürlich recherchiert, was gibt's, wie viele Varianten gibt's, die man drosseln kann. Ich wollte halt eine Maschine, die ich halt drossel. Dann ist final die MT-07 geworden. Du bist in einer anderen Welt. Also wenn du fährst, du bist im Fokus, du denkst an nichts anderes und ja, du bist mit dir in deinem Helm für dich alleine und musst mit dir selber klarkommen. Du hast eigentlich nur deinen Motor, deine zwei Reifen und deinen Lenker und dann bist du schon in der Natur. Ja, bist für dich in deiner eigenen Welt.